Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir zaubern heute passend zur EM ein ganz, ganz leckeres Partybrötchenrezept. Wir machen nämlich aus einem ganz lockeren Dinkelhefeteig so einen runden Fußball. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Für unseren leckeren Hefeteig benötigen wir einmal einen halben Würfel Hefe, ungefähr einen Esslöffel Zuckerrübensirup, 450 Gramm Mehltyp, Dinkeltyp 630, einen Teelöffel Salz, zwei Esslöffel Olivenöl, dann benutze ich einfach Knoblauch-Olivenöl, um nochmal einen leckeren Geschmack reinzukriegen. Zum Schwarzfärben einmal Lebensmittelfarbpaste in Schwarz, dann noch ein bisschen Schwarzkümmel und ein bisschen Sesamkörner. Also ich bereite das Ganze jetzt natürlich im Thermomix zu. Wer keinen Thermomix hat, kann das Ganze natürlich auch ohne Küchenmaschine oder auch mit einer anderen machen. Im Thermomix gebe ich jetzt erstmal in unseren Hefewürfel Zuckerrübensirup und das Wasser hinzu und das lassen wir für 4 Minuten 37 Grad Stufe 2 verrühren. Jetzt geben wir einfach nur die restlichen Zutaten hinzu, außer die Lebensmittelfarbe. Und lassen das Ganze auf der Teigknetstufe so lange rühren, bis sich der Teig vom Rand löst. Bei dem Mehl ist es wie immer das Gleiche. Gibt einfach immer nach und nach das Mehl hinzu. Das ist immer unterschiedlich, auch je nach Marke von der Mehlsorte, die ihr benutzt. Und jetzt nehmt ihr euch eine Küchenwaage, jetzt wiegen wir den Teig erst einmal ab, damit wir 16 gleich große Stücke kriegen. Also wiegt ihr den Teig, geteilt durch 16, dann teilen wir den Teig in 10 helle Brötchen und 6 dunkle Brötchen. Und die 6 färben wir dann mit unserer Lebensmittelfarbe ein. Die benutze ich immer von Decotino. Den kneten wir den Teig ein und dann lassen wir den Teig ruhen, bis er sich verdoppelt hat. An einem warmen Ort abgedeckt. Ich mache das immer mit meinen Pampered Chef Schüsseln. Ihr könnt einfach eure Schüssel eurer Wahl nehmen. Der Teig, der ist schon richtig gut aufgegangen. Jetzt teilen wir den Teig in einmal 10 Brötchen und einmal 6 Brötchen ein und formen die schön rund. Ich zeige euch das gleich, wie das am besten funktioniert.
Jetzt bepinseln wir unsere Brötchen. Einfach nur mit Wasser tunken dann die hellen in Sesam und die schwarzen in Schwarzkümmel. Und jetzt entscheidet ihr euch am besten, welche Backform ihr benutzt. Oder ihr, vielleicht habt ihr euch auch schon entschieden. Ich benutze jetzt einfach den großen weißen runden Stein von Pimperchef. Den finde ich einfach nur wunderschön auf dem Tisch zum Anrichten. Man kann aber auch die Kuchenform, die weiße, benutzen oder auch die dunkle. Wichtig ist nur, dass man einen Backrahmen von ungefähr 26 cm hat, der dann drumherum ist, damit wir auch eine schöne Fußballform kriegen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Jetzt kommen einfach die Brötchen in den kalten Backofen. Ganz, ganz wichtig, dass er kalt ist, damit dann die Brötchen einfach in der Zeit aufgehen. Dann so sparen wir uns nämlich die Aufgehzeit nochmal extra. Bei 170 Grad Ober-Unterhitze und ich denke so für ungefähr 40 Minuten. Ich schreibe es natürlich wie immer ins Rezept. Ich hoffe, meine Rezeptidee hat euch gefallen und ihr probiert es aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Rezept ist wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso auch wie mein Online-Shop von Pimperchef. Da findet ihr alle Produkte, die ich benutzt habe. Und ich hoffe, ihr folgt mir, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!